Wir verlassen den Campingplatz bei Mohammedia. Ja, bei Regen, ihr seht das. Das Wetter ist gerade mal ein bisschen schlecht. Wir fahren weiter nach Casablanca, um die Moschee zu besuchen. Das hier sehen. Wir quälen uns durch die Vorstädte Casablancas. Das ist nicht immer wirklich schön. Teilweise kommen wir an Slums vorbei, wie ich sie bis jetzt hier noch nicht gesehen habe. Ja, und der Verkehr ist natürlich eine kleine Herausforderung. Insbesondere die Kreisverkehre haben es in sich. Also ein bisschen aufpassen, das ist hier schon angesagt. Blöderweise ist jetzt auch noch die direkte Zufahrt zur Moschee hier gesperrt. Der gesamte Verkehr muss sich durch diese Seitenstraße quälen. Aber, und das ist natürlich toll für uns, direkt neben der Moschee gibt es einen Parkplatz. Na klar, muss man dafür bezahlen, auf dem wir hier parken können, um die Moschee zu besuchen. Das ist doch super. So, Andreas, wie war denn so der Verkehr hier in Casablanca? Ja, so ein bisschen besser als in Köln. Der ist lauter, aber hier hupt man halt mehr. Ja, ich hab's schon mal gesagt, ne? Wer einmal im Raum Pompeji in Neapel unterwegs war mit dem Wohnmobil, den schreckt nichts mehr. Also das hier auch nicht. Alles easy. Ja, es ist schon so von außen total beeindruckend. Da lohnt auch die schreckliche Fahrerei hier durch Casablanca, um das mal gesehen zu haben. Wie so häufig ein bisschen Meeresdunst drumherum, aber das ist auch völlig okay. Na klar, man kann sich das auf Videos schon alles angucken, aber wenn du da bist, ist das wie immer was Besonderes, was Eigenes. Man muss echt da sein. So, die Schuhe muss man hier natürlich ausziehen. Die werden in den Beutel angesteckt, die nimmst du mit.
Da hinten seht ihr die Skyline von Casablanca. Und die Sonne hat sich durchgekämpft. Und so erscheint diese tolle Moschee in schönstem Licht. Ein Erlebnis. Ich kann das irgendwie gar nicht glauben, dass ich hier bin. Das ist so surreal irgendwie. Aber ich habe ja schon jetzt durch die Fahrten, durchs Landesinnere, durch die Städte hier Afrika-Feeling pur bekommen. Das ist schon krass. Und diese Gegensätze, ich kann es nur wiederholen, sind zum Teil echt unfassbar. Man sieht hier die reiche Moschee und in den Vororten hier von Casablanca echt übelste Slums, unfassbar viel Müll. Und dann sowas hier. Wahnsinn. Nach dem Besuch der Moschee verlassen wir dann Casablanca auf der Meeresseite. Da ist es halbwegs angenehm zu fahren. Und die Frage, lohnt sich ein Besuch von Casablanca? Die kann ich euch überhaupt gar nicht beantworten. Der Besuch der Moschee lohnt sich auf jeden Fall. Mehr als den Verkehr haben wir ja dann sonst von der Stadt nicht wirklich gesehen. Aber das Drumherum von Casablanca mit den Vorstädten, den vielen Baustellen und den zahllosen zugerammelten Küsten, wo Bauprojekte entstehen, das ist nicht wirklich empfehlenswert. Und irgendwann sind wir dann wieder raus aus dem Städtebrei und wieder voll auf dem Land. Die Kontraste könnten nicht größer sein. Die Anzahl der Eselskarren nimmt wieder deutlich zu. Ups, die Pfütze war wohl etwas tiefer als gedacht. Es bleibt ein Abenteuer. Die Fahrt durch die ländlichen Kleinstädte ist immer wieder aufregend und spannend. Ihr seht hier ein paar Bilder bei der Durchfahrt durch irgendeinen Ort. Keine Ahnung, wie der heißt. Ist auch egal. Der afrikanische Klassiker, oder? Der kommt hier gerade vom Markt, komplett überladen. Der Motor, der ist am Qualmen, na klar. Die Kiste muss man leisten, ne? So, da kommt, glaube ich, eine neue Dimension des Überladens. Ich glaube. Ja, geht's nicht. Oder was meint ihr? Geht da noch was drauf? Ah, die schaffen das bestimmt, ne? Aber das ist schon krass, oder? Hammerharte. Hoffentlich fällt nichts runter jetzt. Hoffentlich bleibt er auf der Straße. Also Alkohol kann das ja nicht erklären, diese Fahrweise. Er muss sicher irgendwas geraucht haben, so wie der fährt. Ei, wei, oh wei, oh wei. Hinten führt ein Feldweg hin. Da war ich schon gerade geneigt hinzufahren. Ne? So, wir haben die offizielle Erlaubnis der Gendarmerie, hier diesen Weg zu benutzen. Wir dürfen nach oben mal hinfahren, gucken, ein Bild machen. Übernachten mit Todesstrafe verboten. Aber das ist auch klar hier. Aber das ist doch nett von den Polizisten. Der eine sprach super Englisch, also da war die Verständigung einfach. Und jetzt gucken wir mal, wie es hier in der Düne aussieht. So, wir könnten jetzt ja mal zum ersten Mal in Afrika, könnten wir ja mal Sandpiste ausprobieren. Aber ich glaube, das lassen wir mal schön sein, oder?
So, einmal Meeresbrandung gucken. Und hier die Dünen. Haben wir schon die ganze Zeit gesehen. Das zieht sich hier über viele Kilometer lang. Aber man kommt irgendwie gar nicht an die Küste dran. Ne? Das war jetzt mal ein seltener Zuweg. Und ja, nett von der Polizei, dass uns das erlaubt hat. Aber der Officer hat klar gesagt, übernachten ist nicht. Aber ich habe ja gesagt, wir fahren auf den Campingcarplatz und dann ist alles gut. Aber guck mal die Wellen hier. Wow! Zurück. So, die Hunde haben den ganzen Tag wieder im Auto geschlafen während der Fahrt. Haben wieder super toll durchgehalten und sind wahrscheinlich froh, dass sie sich jetzt mal ein bisschen bewegen dürfen. Wie heißt sie? Lupi. Lupi? Hi, Lupi. Hi. Hi, Lupi. Hi, Lupi. Na du? Ja. Ich habe mich kaum mehr leid. Das ist nicht schief. Unser heutiges Ziel ist der sehr schöne Küstenort Qualida. Wir fahren zunächst den örtlichen Wohnmobilstellplatz an. Der ist total gut gelegen, aber nicht wirklich unser Geschmack. Da haben wir keinen Bock drauf, also schnell wieder weg hier. Oberhalb des Ortes gibt es einen Campingpark und den steuern wir jetzt an. So, die erste, wie heißt das? Tagine? Tagine? Tagine. Oder Tagine. Ich weiß auch nicht, Tagine. Was ist drin? Kartoffeln, Paprika, Möhren. Joa. Er meint, da wäre auch noch Hühnchen drin. Vielleicht ist das tief versteckt und, irgendwo. Kuh. Genau. Und deine kommt gleich noch, weil das ist dann eine spezielle. Ja, genau, eigentlich. Weil du so ein paar Allergien mit dir rumschleppst. Ne? Blöde Knoblauchallergie. Genau. Aber Gott sei Dank keine Weinallergie. Ja, dann lass dir schon mal schmecken. Prost. Zum Wohl. Genau. Auf Los. Euch. So, wenn wir schon hier sind, da können wir auch eine kleine Radtour machen. Wie gesagt, mal einen Kaffee trinken, wenn wir einen Kaffee irgendwie kriegen hier. Also auf jeden Fall könnte man hier Quad-Touren machen, das haben wir schon gesehen. Sieht schon ganz schön cool aus. Qualida zeichnet sich ja nicht nur durch seine tolle Lage hier an der Lagune aus, sondern auch durch seinen kleinen Hafen, wo es ausgezeichnete Austern geben soll. Das ist jetzt nicht so mein Geschmack, aber für die Optik, ne, ist das wirklich ein lohnenswertes Ziel. Come on.
seht es hier auf der alten Moschee. Da nistet ein Storchenpaar. Da gibt es ein paar schöne Bilder jetzt. Ich habe jetzt das Wichtigste erstmal hier, ne? Den Korkenzieher. Weil vom Carlos, wo wir die Tickets gekauft haben, haben wir ja noch Wein. Boah, das wollen wir mal gucken, was das für ein Wein wird. Und die Katja hat wieder was gebastelt im Omnia. Und dann wollen wir mal gucken. Das ist Hähnchen mit Feta und Creme Fraiche und Paprika. Herrlich. Und schaut euch das an. Na, Andreas kann es kaum erwarten. Nachvollziehbar. Und da seht ihr die Sonne. Yes. Ja, Sonne ist echt genial. So kann man das doch aushalten, oder? Wie geil ist das denn? Dazu haben wir ja schon echt einen tollen Nachmittag erlebt, ne? Mit der Brandung und den Fischerbooten. Das war schon super. Hat Spaß gemacht. Ob da was runterfällt? Sie möchte einfach bei uns sein oder bei dir sein. Ja, nee, bei euch. Weil ihr geht ja gleich nach Gassi, ne? Wunderbar. Wir? Ja, wir zwei. Wir zwei gehen nach Gassi. Wir zwei gehen nach Gassi. Hat man das nicht so vereinbart? Oh Mann, ich muss wieder alles selbst machen hier. Na Luna, was sagst du dazu? Ey, nicht... Achso, das ist nur ein Blatt. Ich dachte, du wolltest hier meinen Schnürsenkel aufessen. Gut.